Embedded Systeme. Das ist ein Fork von OpenWrt. Wieso der gekommen ist, werde ich im Vortrag noch ein bisschen erläutern. Kurze Übersicht, kurz was zu meiner Person, dann allgemein, was ist FreeWrt? Da wollte ich auch fragen, wer hat schon mal mit FreeWrt oder OpenWrt was gemacht? Oder okay, wer ist ganz neu und kennt sich damit gar nicht aus und will so wissen, was ist es überhaupt? Auch eine beachtliche Anzahl, okay, dann werden wir auch auf den Teil ordentlich eingehen. Ja, dann gibt es so Embedded-Systeme am Markt, welche Hardware kann ich verwenden? Neues in FreeWrt 1.1, das steht kurz vor der Release, sollte eigentlich zur FrostCon fertig sein, wird noch so 4 Wochen dauern, dann ist es auch da. Und dann noch ein bisschen was zu, wie installiere ich FreeWrt. Zu meiner Person, ich habe eine eigene Firma, DE Solution, bin Mitglied im FreeWrt-Projekt, damals durch Waldemar Brotkopp dazugekommen, der das Projekt leitet, der hat mal im Chaos Computer Club in Köln einen Vortrag gehalten. Ich habe jede Menge Interesse für Embedded Hardware, weil es eben klein, robust ist. Es geht nicht gleich kaputt, wenn man es in die Ecke wirft. Das ist so mein Netgear-Router, den ich immer mit mir rumschleppe. Der ist auch oben zugemacht mit so Kleber. Weil er stand schon mal draußen auf der Fensterbank oder hat auf dem Camp auch schon mal im Matsch gelegen. Trotzdem verzeiht er mir da alles. Wenn man das mit dem PC macht, ist das nicht so doll. Ich entwickle auch Lösungen auf Embedded Hardware, VPN-Appliance, Voice-over-IP-Appliance, steht ja auch in dem Vortrag so mit drin. Und wir haben auch eigene Embedded Hardware entwickelt, jetzt noch nicht 32-Bit, das ist ein eigenes Projekt außerhalb des FreeWrt-Projektes, 8-Bit-Mikrocontroller, aber mit Ethernet-Anschluss, das ist das EtherRAID-Projekt. Und dann nochmal kurz eine Folie dazu, das ist dieses hier, das haben wir komplett selber entwickelt. Es soll in Zukunft auch mal ein 32-Bit-System entwickelt werden. Da braucht man noch ein bisschen dafür, weil das ist nicht ganz so einfach hier. Das ist noch alles in Lötbahn, das kann man sich so kaufen, kann es zu Hause zusammenbauen und hat dann halt TCP-IP auf der einen Seite als High-Level-Protokoll und dann irgendwelche Port-Pins und Infrarot- und FS20-Sender als Low-Level, um irgendwas zu steuern. Jo, was ist FreeWrt? Ist eine Linux-Distribution für Embedded Hardware. Was Embedded Hardware ist, kommen wir gleich noch drauf. Ist MyCLIPC basierend, hat also nicht die glibc. Auf Embedded Hardware gibt es immer wenig Speicherplatz, deshalb muss alles möglichst klein sein. Hat den Paketinstaller IPKG. Das ist so wie apt-get, wer das von Debian kennt. Sehr einfach, um Pakete hinzuzufügen und zu entfernen. Auch eben ein bisschen verkleinert, dass es auf den Embedded-Plattformen gut läuft. Aber damit hat man dann auch die Möglichkeit, mit einfachen Befehlen hinzugehen und einfach ein Paket zu installieren. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, wird man das auch mit dem gleichen Kommando wieder los. Wir haben über 300 Pakete in der Distribution. Es ist fast alles dabei, was auf so Embedded-Systemen Sinn macht. Also irgendwelche Routing-Sachen, VPN, Voice-over-IP, WLAN-Auditing-Tools sind dabei. Was nicht dabei ist, ist X11, da ist kein Display dran. Oder auch ja, KDE oder so natürlich auch nicht. Release 1.0 ist veröffentlicht, schon Anfang des Jahres. War auch uns ganz wichtig, war auch ein Grund für den Fork, weil man sagte, ah, OpenWrt, die kriegen keinen Release zustande und das entwickelt sich immer sofort mit 100 Milliarden Plattformen, aber es wird nichts so richtig 100% fertig gemacht. Das war auch ein Grund für den Fork zu sagen dann, okay, wir nehmen wenige Plattformen, die sehr gut ausgestattet sind und supporten die aber hundertprozentig von A bis Z, damit man die produktiv einsetzen kann und das aus der Ecke von, ja, wir experimentieren mal etwas herausgehoben wird in die Ecke von wegen, ja, ich setze das produktiv ein und das kann ich auch meinem Chef verkaufen und das wird funktionieren. Was ist Embedded Hardware? Ja, eben sowas hier oder auch sowas hier. Kleine, kostengünstige, mehr oder minder kostengünstige Hardware. In der Regel mit dedizierter Anwendung. Das hier ist so DSL-WLAN-Router. Die meisten Geräte sind so DSL-WLAN-Router, die man im Moment dafür verwendet. Oder den Fonera, der eben so einen Access Point macht. Der ist in OpenWrt mit unterstützt. Und zeichnet sich halt dadurch aus, dass es meistens sehr robust ist und keine mechanisch beweglichen Teile beinhaltet. Das heißt, so ein Ding kann man auf 5 Jahre in die Ecke stellen und es wird einfach funktionieren. Vorteile? Klar, klein, leise, günstig. Doch relativ leistungsfähig. Dieses Ding hat ein MIPS-CPU, 200 MHz. Gibt noch ein Asus-Gerät, das hat 266 MHz. Und noch ein Routerboard, kommen wir später drauf, das hat 400 MHz.
32 Megabyte RAM, die kleineren haben 16 Megabyte RAM, die größeren 64 Megabyte RAM. Dann hat es Flash-Speicher, da krankt es meistens ein bisschen dran, 4 Megabyte Flash, da passt der Kernel rein und ein paar Anwendungen, das ist nicht so viel. Der hat 8 Megabyte Flash, da kann man schon eine Menge reinmachen, der Kernel belegt so 1,5 Megabyte, den Rest hat man dann fast frei zur Verfügung, um Pakete zu installieren. Da das MyCLIPC basiert ist, ist so ein Paket, sagen wir OpenVPN, okay, dann kommen noch andere Libraries dazu, also 300 Kilobyte, 500 Kilobyte hat man schon eine Anwendung drauf, kann man also einiges drauf tun, zeige ich auch nachher noch. Ist ohne bewegliche Teile, das ist uns ganz wichtig, also irgendwelche Embedded-Systeme, die dann mit einem CPU-Lüfter daherkommen, werden wir nicht supporten, weil dann kann man gleich einen PC nehmen. Auch noch ein großer Vorteil ist geringer Stromverbrauch, 3 bis 5 Watt. Ich habe das hier mal ausgerechnet, 60 Watt mit dem PC, da habe ich etwa 90 Euro Stromkosten im Jahr. Wenn ich so ein Embedded-System nehme, das hat ungefähr 5 Watt, 2 bis 5, 2 bis 6 Watt, dann habe ich etwa 8 Euro im Jahr an Stromkosten. Das heißt, allein das amortisiert sich schon innerhalb eines Jahres, wenn ich wirklich das als Alternative sehe zu einem PC. Nachteile, begrenzte Leistungsfähigkeit, es sind halt nur 200 oder 266 Megahertz und nicht 2 Gigahertz und nicht Dual-Core. Da muss man halt gucken, was man haben will, ob das dann langt. Meist nicht erweiterbar, das ist einer der größeren Nachteile dabei. Es ist vielfach alles fest aufgelötet auf einem Board. Da krankt es im Moment auch ein bisschen dran, weil manche Hersteller meinen, okay, wir bauen da irgendwas zusammen und ob das jetzt supported werden kann oder nicht, ist denen auch absolut egal. Und schwierig zu handhaben, ja, ist es. Ich meine, hier habe ich keine Tastatur und keinen Bildschirm dran. Das ist dann nicht so ganz ohne. Ich habe eine serielle Konsole. Da drin ist eine serielle Schnittstelle und die kann ich mit dem Pegelkonverter, kann ich mir eine Konsole holen, wo ich dann direkt auf das System zugreifen kann. Aber dazu muss ich es auch erstmal aufschrauben. Es gibt dann auch noch weiter tiefer, um in die Hardware einzugreifen, ein JTAG-Interface. Das ist aber dann schon sehr speziell und wird auch nur gebraucht, wenn man sich ganz vermurkst hat. Eine Frage. Ja? Noch nicht. Wir arbeiten dran. Also es gibt Dokumente dazu, aber ich habe im Moment keine Zeit, das wirklich zu testen. Wir haben so einen JTAG-Adapter gelötet. Wir haben geguckt, dass der Flash-Chip in diesem Harry-Derry-Made-Flash-Tool unterstützt wird. Ja, Pin-Belegung ist möglicherweise klar, aber alles zusammengesteckt und dann mal einen Tag getestet, ob es tut, haben wir leider noch nicht. Kommt noch. Ja, danke, danke. Jetzt uns die Daumen drücken. Ja, Beispiele für Hardware. Der Urvater Linksys WRT54GS, so ein Router gewesen, der es am Anfang verursacht hat, dass man überhaupt versucht hat, mal Linux da drauf zu portieren, beziehungsweise ist auch original ein Linux drauf, aber das ist natürlich nicht wirklich offen. Mittlerweile hat tatsächlich Linksys kapiert, dass da GPL-Software drin ist und man das auch irgendwie lizenzrechtlich honorieren muss, deshalb steht es auf den Packungen drauf, früher war das nicht so. Dann hat man den GS abgekündigt, hat gemerkt, ui, die Verkaufszahlen gehen zurück. Hat man den GL gebaut, ist etwas weniger leistungsfähig. Asus WL500G, Deluxe und Premium, komme ich auch noch gleich drauf. Das sind so die Flaggschiffe heute. Netgear WGT634U, das ist dieses hier. Mein Lieblingsgerät, ist auch wirklich perfekt ausgestattet von der Hardware. Es gibt es nur nicht mehr zu kaufen. Das kann man bei eBay noch kaufen. Ich habe noch ein paar auf dem Küchenschrank stehen und das war's. Und MikroTik Routerboard 532, das ist die Zukunft. Weil wir geguckt haben, wo kriegen wir andere Hardware her, wo uns nicht immer Probleme bereitet. Hier ein paar Bilder dazu. Das ist sehr, sehr bekannt mit diesem Gehäuse, der links ist und wird davon Freifunk verwendet. Das ist der Asus WL500G Premium, den kann man heute kaufen. Das ist mit das bestsupportete und am empfehlenswerteste Produkt, um mal in FreeWRT auch einzusteigen. Das ist der Netgear und das ist das MikroTik Routerboard. Sieht man, das hat ein bisschen andere Komponenten auch noch drauf. Da ist zum Beispiel auch die serielle Schnittstelle gleich rausgeführt. Das heißt, wenn man sich da mal ausgeschlossen hat mit der Firewall oder so, kann man direkt die serielle Schnittstelle anschließen. Bei den anderen heißt es immer aufschrauben. Außer dem Netgear muss man auch noch rumlöten, weil keine Pins in den vorgesehenen Lötbuchsen drinstecken. Hier gibt es auch noch Mini-PCI, der hat eins oben drauf, eins unten drunter, hat Compact Flash. Das ist eigentlich schon ganz nett, auch ein bisschen teurer.
jetzt hier mal so eine Vergleichstabelle, was es gibt. Links ist WRT54GS, ist nicht mehr verfügbar, aber das war am Anfang so die Sache. Auch eine tolle Geschichte, 200 MHz, 32 MB RAM, 8 MB Flash, Broadcom WLAN, okay, das ist nicht so toll, aber mit 80 € eine rundum gute Lösung. Netgear WGT634U, sehr ähnlich, 32 MB RAM, 8 MB Flash, Atheros WLAN, schon wesentlich besser, weil da gibt es den MAT-Wi-Fi-Treiber dafür, mit dem man so allen möglichen Kram machen kann. Virtuelle Access Points und gleichzeitig Access Point und Client zu sein und so weiter. USB 2.0 für etwa 60 € bei eBay, vielleicht teilweise mittlerweile ein bisschen billiger. Also auch eine Empfehlung, wer mal sich traut, das zu ersteigern. Kann man ein bisschen was mitmachen, allerdings für größere Projekte ungeeignet, denn bei eBay 100 Stück zu kaufen, das ist eine lange Geschichte. Linksys WRT54GL, das ist im Moment das Produkt von Linksys, das am meisten verwendet wird für OpenWRT, FreeWRT. Die ganzen Freifunker haben dieses Gerät, 200 MHz, aber nur 16 MB RAM, nur 4 MB Flash, also man muss sich dann schon ausdenken, für was man es verwenden will. Broadcom WLAN, nicht so gut, komme ich nachher noch drauf. 65 €, sehr konkurrenzfähig im Preis. Davon gibt es auch ohne Ende Stückzahlen. Es ist gut verfügbar, das Gerät. Asus WL500G Premium. Das ist das, wo ich sagte, wenn man einsteigen will, soll man sich sowas kaufen. 266 MHz, 32 MB RAM, 8 MB Flash. Auch Broadcom WLAN, aber in einem Mini-PCI-Slot. Das heißt, wenn man Atheros WLAN reinstecken will, kauft man sich für 20-30 € eine Atheros Mini-PCI-Karte und man ist fein raus. USB 2.0, 85 € ist auch vom Preis her ganz okay. Und okay, das Flaggschiff MikroTik Routerboard, 400 MHz, 32 oder 64 MB RAM, 128 MB Flash. Dazu kommt noch die Compact Flash Karte, die man da reinstecken kann. 2 bis 6 Mal Mini PCI, da gibt es noch so einen Aufsatz, man hat mittlerweile auch eine richtige PCI-Karte dafür. Das heißt, man kann dann 2 mal ganz normales PCI an dieses Board anschließen. Da gibt es ein Foto noch nachher von. Preislich natürlich auch ein bisschen weiter oben. 180 € stehen da. Ja. Okay, ja, um das sage ich nachher auch noch. Genau, das ist bei dem Netgear. So sieht der Netgear von innen aus. Man also dann, na gut, CPU, Flash-Speicher, RAM-Speicher, USB, das sind die Transfers für das Ethernet. Und dann einmal Mini-PCI mit Atheros WLAN. Das ist auch so mal als Beispiel, wie sowas von innen aussieht. Und die anderen sehen ähnlich aus, hat man dann vielfach, hat man kein Mini-PCI drin, wo halt alles aufs Board drauf gelötet ist und die Erweiterbarkeit ist dann entsprechend schlecht. Anwendungsbeispiele. DSL-Router mit Traffic Shaping. Gibt es dieses nette TC in Linux, wo man alles Mögliche mitmachen kann und Traffic Shaping machen kann. Gerade auch im Bereich Voice over IP hat man das immer wieder. Rufen mich irgendwelche komischen Werbeleute an und es ruckelt und krackt in der Leitung. Sag ich, sie benutzen Voice over IP und haben nicht genug Bandbreite. VPN-Router oder Concentrator. Kann man gut damit machen, ist halt die Frage, Leistungsfähigkeit ist einigermaßen begrenzt und kann etwa rechnen, 350 Kilobyte gehen da an Daten durch, wenn man verschlüsselt und komprimiert. Mittlerweile haben wir auch eine, nennt sich das, Crypto-Accelerator-Karte auf dem Routerboard am Laufen. Da wird es dann deutlich schneller, gibt so bis 10 Mbit hoch etwa. Voice-over IP-Telefonanlage habe ich auch noch stehen, wenn ich noch dazu komme, zeige ich das mal ein bisschen. Kann einen File-Server draus bauen, also Samba ist zum Beispiel auch verfügbar als Paket und wenn man USB 2.0 hat, kann man Platten dran machen und kann sich einen File-Server draus bauen. Das ist auch eine Anwendung, die ganz gerne genommen wird. Oder WLAN-Auditing, klar. Wenn ich das Ding mit rumschleppe und dann gibt es irgendwie doch kein Netz, dann muss man halt mal gucken, wie sicher irgendwelche WLANs sind. Dann hat man meistens irgendwann Netz. Dann haben wir uns hier, FreeWRT hier als Voice-over IP-Telefonanlage, haben wir uns gedacht, okay, was bauen wir jetzt draus, was kann man draus machen aus so einem Router? Okay, einmal diese VPN-Idee, die relativ weit verfolgt wurde, dann auch mit der Crypto-Accelerator-Karte. Dann eben Asterisk 1.2 oder 1.4 ist auch verfügbar jetzt in FreeWRT 1.1.
Wir haben von Beronet ein paar ISDN-Karten geliehen bekommen, die wir da testen konnten. Die haben Mini-PCI-Karten, die haben auch noch normale PCI-Karten. Und das tut. Haben wir integriert, kann man ISDN anschließen. Allerdings diese 4-Port-Karten sind das. Bei Serix hatten wir ein Gespräch, ob die uns nicht auch unterstützen, weil es ist relativ gute Hardware und die haben so ISDN auch echt mit den Löffeln gegessen. Weil so ähnlich wie AVM, nur nicht so hochnäsig, also da kriegt man noch einen Termin. Und die sagten dann, ja, diese Sonderfunktion von den LMAC-ISDN-Telefonen, die haben wir mal so in unseren Stack mit reingetan. Das war schon sehr beeindruckend. Sollen wir mal gucken, ob wir das noch supported kriegen. Ist auch alles Open Source, aber da muss man erst einen Compiler kompilieren, der das dann selber nochmal kompiliert, die Treiber. Das war nicht ganz so einfach. Eine Sache, diese allseits beliebten Colonchip HFCS-Karten, diese Einport-Karten, die man so für 20 Euro kriegt, mussten wir leider sehen, dass es dafür keinen richtigen Treiber gibt. Also man kann das probieren mit dem MISDN-Stack, aber produktiv würde ich es nicht verwenden, weil das fährt immer mal irgendwie gegen die Wand. Das hatten wir auch erst probiert mit dem Junghans-Treiber, der ist gleich abgebogen und gegen die Wand gefahren und die MISDN-Treiber dann etwas später. Als Hardware kann man benutzen den Asus oder den Netgear, wenn man keinen ISDN möchte. Ich jetzt hier auch auf dem Netgear ein Astrodisk drauf, habe noch ein Light-HTTP.de mit drauf, habe noch ein Perl mit drauf, ich kann gleich mal zeigen. Wollte ich noch ein Webinterface dafür bauen, das ist im Moment noch in der Entwicklung. Wenn man was Richtiges haben will, in Anführungszeichen, kann man das MikroTik-Routerboard verwenden, das hat dann entsprechend Mini-PCI-Slots oder auch diese PCI-Riser-Card, die ich gleich noch zeigen werde. Und dann kann man halt ganz normales ISDN mit reintun, hat dann eine vollwertige Voice-over-IP-Telefonanlage. Gut, ganz so billig wird es dann nicht. Liegt so, wenn man alles kauft, 650 Euro etwa, bis man die Telefonanlage fertig hat. Aber es ist halt dann embedded, ohne mechanisch bewegliche Teile, in einem auch ganz netten Gehäuse. Ja. Auf so einem Netgear oder so einem Asus-Gerät, ich sage immer 4 bis 6. Es kommt darauf an, ob du Codec-Conversion machst, also du kannst schon zum Beispiel ALOR nach GSM konvertieren, das ist kein Problem. Was du nicht machen kannst, ist zum Beispiel ILBC, weil ILBC braucht Floating Point, da ist kein Floating Point mit drin, das haut es dir völlig auseinander, da startet Asterisk erstmal nach 20 Sekunden, um zu berechnen, wie lang denn eine Testkonvertierung dauern würde. Aber ansonsten geht es. Wenn du Fixpoint nimmst, ist das kein Problem. Das Routerboard kann ein paar mehr, da sind wir so 10 bis 13 Gespräche gleichzeitig. Der Asus ist ein bisschen schneller, der Netgear ist nicht ganz so schnell. Also das sind nicht nur die 266 MHz, sondern die haben wohl auch beim Speichertiming was getan und das Ding ist richtig fix. Jo, was kommt Neues in FreeWRT 1.1? Neue Hardware, MikroTik Routerboard. Da gibt es auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen, weil die Projekte jetzt OpenWRT und FreeWRT bescheren den Herstellern schon einiges an Umsatz. Das haben wir bei Linksys gemerkt. Ich bin dann einfach mal auf der CeBIT hin und sage, hier, ich bin von dem FreeWRT-Projekt. Wie sieht es denn aus bei euch? Seid ihr dem aufgeschlossen gegenüber? Oder ist das ein Dorn bei euch im Auge? Oder da machen die Leute ja auch mit eurer Hardware so ein bisschen, was sie wollen. Und dann sagte man mir bei Linksys, nee, wir befürworten das eigentlich, haben auch eine ganze Menge Umsätze dadurch. Die haben das gemerkt, als sie dann Router auf den Markt gebracht haben, die eben nicht mehr Linux-fähig waren. Das ist plötzlich alles zusammengebrochen an Umsätzen. Und würden gerne in Kontakt bleiben und so weiter. Das ging dann eine ganze Weile mit dem Kontakt, wo wir E-Mails ausgetauscht haben, ein bisschen drüber philosophiert haben, was man so in die Hardware mit einfließen lassen kann, damit es für die Community kompatibel bleibt. Das Problem war nur, der Produktmanager, mit dem ich gesprochen hatte, ist jemand aus Aachen, der früher bei Elsa gearbeitet hat, der auch weiß, wie der deutsche Markt funktioniert. Der war da sehr verständig. Sein Kollege, der für die Consumer-Geräte zuständig ist, kommt aus den Niederlanden und hat dafür überhaupt keinen Draht. Damit war die Kommunikation dann irgendwann zu Ende und selbst irgendwie einfachste Ideen, wo ich sagte, macht ein paar Löcher in die Platine, dass man Seriell-Konverter drauflöten kann und man das nicht irgendwie da reinfrickeln muss.
stießen dort nicht auf Gehör. Ist ein bisschen problematisch, weil gute Hardware wird immer weniger am Markt. Das ist auch der zweite Punkt. Kernel 2.6, im Moment ist alles Kernel 2.4 basiert. Demnächst FreeBSD 1.1 kommt Kernel 2.6 für Nicht-Broadcom-WLAN-Geräte. Jetzt haben aber alle, bis auf den Netgear, Broadcom-WLAN on board, weil da gibt es einen Binary-Only-Treiber und der lässt sich nicht an den Kernel 2.6 anpassen. Da haben ein paar Leute probiert, die haben gesagt, nee, das vergessen wir mal komplett, ist nicht zu machen. Das heißt, mit den bestehenden Routern, die man hat, wird man auf dem Kernel 2.4 bleiben müssen. Das war natürlich auch ein schwerer Schlag für uns zu sehen. Es geht da irgendwie nicht so richtig weiter. Deshalb auch neue Hardware, Mikrotik Routerboard, wo wir etwas mehr Kontrolle drüber haben, um auch noch Hardware zur Verfügung stellen zu können, die dann mit Kernel 2.6 läuft und diese ganzen Features von dem Kernel bereitstellt. Das einzige Ausnahme ist er hier, der hat halt Atheros WLAN drin, das läuft prima mit Kernel 2.6. Ist im Moment, wie weit sind wir damit, Phil? 2.6 auf dem Netgear? Ah, okay, gut. Ja, schauen wir mal. Ja, das Problem ist, das Ding gibt es nicht mehr in größeren Stückzahlen. Was willst du dafür für ein Projekt machen, ja? Bin ich jetzt nicht so genau informiert, aber alles, was ich bisher gehört habe, ist, naja, läuft noch nicht so richtig. Und ist halt schwierig. Ich denke, wenn es irgendwie machbar ist, werden wir gucken, dass wir für die Community, wie hier der Herr vom OpenMoco-Projekt, eigene Hardware uns irgendwoher besorgen werden. Weil das ist einfach ätzend, auf irgendwelche Hersteller zurückgreifen zu müssen, die dann ihre Ohren auf Durchzug schalten, wenn man irgendwelche Ideen da reinbringt. Und das waren wirklich nur kleine Sachen. Ja, mach ein paar Löcher für den Serial-Converter rein. Wenn ihr USB drauf macht, mach bitte in dem Gerät eine USB-Buchse, damit man einen Stick oder WLAN oder sonst was reinstecken kann und das wieder zumachen kann. Mach uns einen Mini-PCI-Slot irgendwo drauf. Mach nicht 4, sondern 8 Megabyte Flash. Dann hieß schon, Marketing ist viel zu teuer. 8 Megabyte können wir gar nicht machen. Das würde 5 Euro teurer und damit würden wir Gott weiß, was für Marktanteile verlieren. Die man gewinnen könnte, wurden dann natürlich nicht berücksichtigt. Aber und das ist einfach, also ich habe es lange und intensiv versucht. Es war leider nicht von Erfolg gekrönt. Und auch Asus auf der CeBIT angesprochen. Ja, wir werden einen Survey machen und das wird in der ganzen Open-Source-Community bekannt gemacht, dass wir da gucken wollen, was wir entwickeln können. Auch vom Tisch. Ja, neue Bildumgebung, das ist so ein bisschen mehr. Oder da war noch eine Frage, ja? Die funktionieren nicht. Gut, die älteren haben auch nur 4 Megabyte Flash. Die neueren haben mehr. Muss man mal gucken, aber das ist auch wieder so ein Geheimniskrämerei von AVM und da steht man im Zweifelsfall genau da. Mit AVM haben wir auf der CeBIT auch gesprochen, die sind davon gar nicht angetan, dass man da irgendwas entführt auf ihren Geräten. Also da ist eher so, nein, das ist uns ein Dorn im Auge, lasst bitte die Finger davon. Nein, mit der Gerät, bitte muss man nicht hingehen, aber man will ja irgendwann auch eine Hardware haben, wo der Hersteller nicht sagt, so und jetzt nehmen wir das da und das könnt ihr nicht mehr supporten und ja, für uns ist das ja okay und für euch seht zu, wo er bleibt. Sondern wir wollen ja sagen, okay, wir wollen auch in die Zukunft was haben, was man verwenden kann. Was ist mit der Hostbox? Tja, die könnte man schon supporten. Aber sollen wir wirklich D-Link das alles in die Hände spielen und sagen, also ich habe mit den Leuten dort gesprochen, die haben ihre Nase an der Decke hängen. Ich hätte schon fertige Software für die Hostbox, aber... Also da kannst du bei OpenWRT mal nachfragen, ob die das gerne machen möchten. Weil es ist ein Haufen Arbeit und du kriegst nachher nichts zurück davon. Und das ist so ein bisschen das Problem. Hätten die gesagt, ja komm, wir wollen irgendwie Kooperation mit der Community und dann wäre das okay gewesen. Aber da kam nur, wir sind so toll, wir brauchen niemanden. Wir machen das alles und das ist alles Open Source und wir machen unsere eigene Community. Ja, sollen sie machen. Ich weiß. Ich habe ein paar Hardware-Design-Fehler drin, so ganz grobe Design-Fehler. Nun gut, wenn Sie meinen,
Gut, halten wir uns damit nicht länger auf, das ist so ein bisschen die Bauchweh-Themen. Ja. Genau, schauen wir mal. Also es gibt neue Bildumgebungen. Es soll vielleicht umbenannt werden, das sind noch so interne Sachen. FreeWRT, es ist eigentlich ein Appliance Development Kit. Es war mal so gedacht, ob man es nicht vielleicht OpenADK oder so nennt. Kann man mal gucken, wenn ihr hört OpenADK, dann wisst ihr, wo ihr es hinzustecken habt. Und Release kommt in 4 bis 6 Wochen. Schauen wir mal. So, hier die neuen erfreulichen Sachen. Das ist das Routerbad 532 in seinem neuen Gehäuse. So sieht es von außen aus, so sieht es von innen aus. Das ist das Routerbad, sieht man unten mit der PCI Riser Card. Da sind also 2 PCI Slots drin. Die haben wir selber entwickelt und gebaut. Was man da vorne sieht hier, da ist noch ein Quarz und hier noch so ein IC und so weiter. Das ist ein halbes Etherrack, weil wir einfach gesagt haben, okay, da können wir schon mal so eine 8-Bit-Plattform dran koppeln, um ein Display reinzumachen, um ein bisschen Infrarotsignale zu empfangen, um irgendwas halt zu machen. Wenn man es nicht bestückt, die Löcher in der Platine kosten nichts, von daher macht man es einfach mit drauf. Gut, kommen wir ein bisschen mehr zum Praktischen. FreeWRT-Installation, wie macht man das überhaupt? Man baut sich ein Image, das ist so genau eine Datei. Da ist dann drin der Kernel und das Root-Dateisystem. Und das Image wird per Firmware-Update, ganz normale Firmware-Update-Funktion, in den Router hineingeflasht. Dann startet man den Router neu, dann packt er das Image aus, legt sich die ganzen Partitionen im Flash an. Also der hat tatsächlich eine Partitionstabelle, aber die ist hart kodiert im Kernel. Das ist einfach von Speicheradresse so und so bis so und so im Flash liegt der Kernel und von Speicheradresse Y bis Z liegt dann das Root-Dateisystem und noch das Config-Dateisystem und so weiter. Dann auf den Router geflasht und ja, mit IPKG kann man dann ganz normal Pakete nachinstallieren. Das heißt, in das Image muss ich nur das absolute Minimum reintun und kann mir dann nachher Sachen drauf tun. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wo ich kein schreiblesbares Root-Dateisystem habe, sondern ein festes, das nennt sich SquashFS. Da habe ich einen etwas höheren Komprimierungsfaktor, das heißt, gerade bei den 4 Megabyte Geräten kann ich etwas mehr hineinpacken. Was dann aber drauf ist, ist drauf. Also ich kann das zwar löschen, weil es so ein Overlay-Dateisystem ist, ich wundere mich nur dann, mein Dateisystem wird voller, wenn ich Dateien lösche, weil das in dem Overlay gespeichert werden muss. So, zeige ich das dann nochmal. Der Web-Image-Builder, wir wollten es so einfach wie möglich machen, für irgendwelche Neulinge Images zu bauen. Normalerweise macht man das über eine Compile-Buildroot-Umgebung. Kann ich auch noch gleich mal zeigen, aber das geht dann so mit Menu-Config, ähnlich wie man einen Kernel baut. Aber dazu muss man sich das runterladen, muss die ganzen Compiler und Utilities und Kram auf seinem System installiert haben. Das geht da etwas einfach mit dem Web-Image-Builder. Gucken wir mal, der müsste dann hier drin sein, genau, da ist er. Ist auch, kann man sicher nicht lesen, wib-freewrt.org, also webimagebuilder-freewrt.org. Geht also hin, okay, willkommen, starten Sie, dann klickt man hier unten auf Next. Wird man aufgefordert, das Gerät auszuwählen, das man hat. Gucken, was haben wir denn hier? Wir haben den Netgear, der steht ja ganz unten irgendwo. Gut. Wir haben den Netgear, sagt dann weiter. Da wird man aufgefordert, JFFS2 oder SquashFS Overlay. Das JFFS2 macht ein schreiblesbares Root-Dateisystem. Was wolltest du? Naja, ich kann es ja mal probieren. Oh ja. Ah ja, gut, guter Tipp. Ja, hier mal. Kann man das noch lesen oder ist das zu klein? Eins größer. So, glücklich? Glücklich, gut. JFFS2, eben schreiblesbar. Für jeden, der mal anfangen will mit der Sache,
auf jeden Fall JFFS2 wählen, weil dann kann man mit allen Paketen mal rumexperimentieren, kann sie installieren, wieder deinstallieren und alles ist heile. Wer genau weiß, was er machen will und ein bisschen Platzprobleme hat, der nimmt das SquashFS, weil da wird alles fertig in eine nur lesbare Partition hineinkomprimiert, dann aber mit einem deutlich höheren Kompressionsfaktor, so 20-30% mehr vielleicht als bei dem JFFS2. Nehmen wir den hier. Weiter. Hopp, 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 hopp. Choose your packages. Da kann ich natürlich sagen, okay, ich habe keine Preselection oder ich habe bestimmte Anwendungsszenarien, was so gängig ist. Dann werden die Pakete, die ich für dieses Anwendungsszenario brauche, schon automatisch mit dazugepackt. Das heißt, ich brauche dann nachher nicht mehr noch großartig weiter zu installieren, sondern habe das quasi von schon fertig. Macht das Image etwas größer, also normalerweise nehme ich dann halt No Preselection. Da gibt es halt jetzt einiges an Szenarien. Wenn man jetzt manuell noch Pakete hinzufügen will und sagt, hier, ich brauche noch irgendwas ganz Spezielles, ich hätte gern noch ein Asterisk, oder dann kann man hier noch andere Pakete auswählen. Kann man dann noch expandieren und kann sagen, okay, ich will noch verschiedene andere Asterisk-Module zum Beispiel dabei haben. Empfehle ich so erstmal nicht. Das macht das Image groß und die Größe, die man maximal flashen kann, ist begrenzt. Das wird im Moment von dem Web-Image-Builder auch noch nicht überprüft. Das heißt, wenn man sich ein Image baut, das zu groß ist, fällt man beim Flashen auf die Nase und das war's. Deshalb möglichst wenig Pakete selektieren am Anfang. Man kann die immer noch nachinstallieren. So, fertig. Wählen wir wieder Next. Huch, das ist hier drauf und da nicht. Doch. Dann sagt er nochmal, was die Größen sind. Bei dem Netgear ist es etwas kleiner, da kann man. Bei dem Netgear ist es etwas weniger, da kann man nicht 6,9 Megabyte drauf flashen, sondern nur 3,2 etwa. Deshalb muss man gucken, dass das Image nicht zu groß wird. Dann sagt man Create Image. Das dauert dann einen Moment, bis er eben das Image gebaut hat. Und dann kriegt man eine Datei, die man sich runterladen kann. Die kann man dann mit dem ganz normalen Firmware-Update eines Routers auf den Router flashen, rebootet den Router und hat dann SSH-Zugang auf die Maschine. Doch Standardeinstellungen, also hat dann IP-Adresse 192.168.1.1. Und man loggt sich ein als Admin und Passwort ist FreeWRT mit großem F und großem WRT. Und kann dann weiterverwalten. Ist auch nicht so wie bei OpenWRT. Bei OpenWRT kann man sich direkt als Root einloggen. Das haben wir aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, weil es soll ja für den Produktivbetrieb taugen. Und man loggt sich erst als Admin ein und kann dann Root werden. Kann auch das Passwort für den Benutzer Admin und Root jeweils ändern. Na? Macht er oder macht er nicht hier mit dem Create Image? Ach. Ja, your image is ready. Guck mal, da, ja, wenn man die Schrift so groß hat. Und okay. Im Dateinamen, ich hoffe, man kann es lesen, das ist jetzt alles ein bisschen klein. FreeWRT-Netgear-WGT-634U-BRCM steht für Broadcom-2.4-JFFS2. Bin. Da steht also im Namen nochmal genau drin, das ist für ein WGT-634U, für Broadcom, Kernel 2.4 und das benutzt ein JFFS2-Root-Dateisystem, damit man nachher, wenn man da mehrere Images sich runtergeladen hat, auch noch genau weiß, welches für was gedacht war. So. Haben wir die Geschichten. Dann war es eigentlich hier schon fast zu Ende. Mit den Folien. Hier bin ich jetzt auf so einem Router drauf. Was muss ich drücken, um die Schrift größer zu machen? Ja, das ist gut. Flupp. Langt das? Wahrscheinlich nicht. So ist besser. Jo, da sind wir. Genau. Gucken wir doch mal. War sehr groß, die Schrift. So, okay, das sollte lang.
Das ist dieses IPKG-Utility, um die Pakete zu verwalten. Da kann ich erstmal sagen, List installed. Da kriege ich dann aufgelistet, was alles drauf ist. Das ist schon oben rausgescrollt. Nee, gerade nicht. Na doch. Das Asterisk ist da drauf, als erstes Paket kann man sehen. Und dann kommt hier Asterisk Voicemail ist drauf. Basisdateien. Busybox ist noch eine Sache, die man erwähnen sollte. Es gibt ja diese ganzen Linux-Utilities wie LS und PS und was man alles hat. Wenn man das alles als einzelne Datei da drauf tun würde, wäre das Flash voll, noch bevor die ganzen Standard-Utilities drauf sind. Deshalb gibt es für so Embedded-Systeme ein Binary, nennt sich Busybox, das immer unter einem unterschiedlichen Namen aufgerufen wird, wo diese ganzen Utilities in einem großen Binary drin sind. Das ist dann, Busybox ist etwa 1 Megabyte groß, dann komprimiert etwa 500 Kilobyte und man hat diese ganzen Utilities und verbraucht 500 Kilobyte Flash dafür. Deshalb gibt es auch Verzeichnisse, da sind nur Symlinks drin auf Busybox unter verschiedensten Namen. Dropbear ist unser SSH-Server und dann gibt es halt verschiedene andere Sachen, HTTP-Date, um mal Zeit zu stellen, ist für eine Telefonanlage sicher ganz wichtig, IP-Tables für Firewall, die ganzen Kernel-Module. Was haben wir sonst noch? Light-HTTPD mit Mod-CGI und Mod-SSI, Perl, Nano-Screen und noch Wireless-Tools. Findet also einiges drauf Platz. Hier kann man sich das mal ansehen. Man hat DevRoot 6,7 MB noch frei für das Root-Dateisystem. Gut, auf dem Ding geht es relativ eng zu, da habe ich auch noch ein bisschen getrickst, weil das für Asterisk sind auch die ganzen Ansagen mit drauf und die brauchen alleine 1,2 Megabyte und 6,6 Megabyte belegt und noch ein kleines bisschen was frei. Weil dadurch, dass der immer komprimiert, wenn man jetzt irgendwelche Textdateien erstellt, komprimiert er die ganz gut und der Speicher wird nicht so schnell voll. Was auch gemacht ist, man hat immer unter /tmp eine RAM-Disk. Sieht man hier, die ist 15 Megabyte groß. Der teilt immer den verfügbaren RAM-Speicher in die Hälfte RAM-Disk und die andere Hälfte ist eben für die Programme zur Verfügung. Wobei, wenn man die RAM-Disk nicht benutzt, die ist jetzt noch 13 Megabyte frei, steht dieser Speicher auch wirklich zur Verfügung. Also das wird nicht fertig allokiert, sondern bleibt frei für ausführbare Programme. Man kann sich dann selber überlegen, für was man den RAM-Speicher einsetzen möchte. Jetzt kann man mit IPKG-List ruft man alle Pakete auf, die es so gibt. Ja, läuft jetzt schnell durch, ist eine ganze Menge hier, einige Bildschirme voll. Das kann man sich dann mal ansehen, wenn man es installiert hat, soweit. Jetzt kann ich nochmal ein Asterisk aufrufen. Wer das schon mal starten gesehen hat, so sieht das auch auf einem normalen PC aus. Und mit Show Translation kann ich hier zeigen, wie viel Zeit er braucht, um die einzelnen Codecs ineinander umzuwandeln. Ist vielleicht interessant für dich, wo du gefragt hast, wie viele Calls gehen. Also so langsam ist es nicht. Eigentlich schon ganz okay. Jo, sind wir soweit mit der Vorführung und der ganzen Sache? Wäre die Frage, wer hat noch weitergehende Fragen? Alle halb tot und erschlagen, ja, da. Mach mal kurz, klar. Also Java-Anwendungen. Es gibt verschiedene Java-VMs, da kenne ich mich jetzt auch nicht so genau aus, aber es gibt so Sapple-VM, ist mit in dem Build-System drin. Kann ich vielleicht auch gleich nochmal zeigen, wie man das von Hand baut. Und Anrufbeantworter? Ja, ist Asterisk Voicemail ist damit drin. Die Voicemails landen dann allerdings im RAM. Muss man halt gucken. Man kann einen USB-Stick hinten dran stecken, kann sagen, tu die Voicemails auf einen USB-Stick. Gut, kann man halt so lange aufnehmen, lesen, schreiben, bis das Ding kaputt ist. Oder per Mail verschicken. Geht auch, ja. Gibt so Tiny Send Mail, kann man auch per Mail verschicken. Ja? Ja, es geht auch PHP. PHP 4, PHP 5. Ich zeige das doch nochmal, die Entwicklungsumgebung dazu, weil dann kriegt man ein bisschen besseren Überblick, was es denn so gibt.
So, da ist er. Na, vielleicht machen wir es erst größer hier. So. Schupp. Na, schaffen wir das noch? Unten vielleicht noch ein bisschen. Gut, jetzt haben wir es aber. Das ist so FreeWRT 1.1. Im Moment noch in Trunk. Die Entwicklungsumgebung. Aha, er kompiliert es erstmal. Da ist er. Da heißt es auch schon ADK, Appliance Development Kit, und nicht mehr FreeWRT. Da kann ich halt verschiedene Plattformen noch ein- ausschalten. Das ist jetzt nicht so interessant. Hier ist interessant. Okay, was habe ich an Target-Plattformen? Das ist jetzt auch wieder etwas reduziert, weil wir gesagt haben, okay, End-of-Life-Plattformen fliegen da raus, die kann man separat einschalten. Da ist halt der Asus WL500G Premium mit drin, als Flaggschiffgerät, was man nehmen möchte. Links ist WRT54GL. WRT54G3G hatte ich noch gar nicht gesagt, das ist ein UMTS-Router. Und Waldemar Brotkorb, der Projektleiter, hatte lange Zeit kein Internet bei sich, sondern hat es über E-Plus, UMTS gemacht. Und dann ist natürlich sowas ganz praktisch. Tut man eine UMTS-Karte rein, das hat WLAN mit dran und schon haben alle Netz, wenn das E-Plus UMTS funktioniert. Hat dann nicht so viel getan, deshalb hat er jetzt per Kabel Netgear und natürlich MikroTik-Routerboard. Ja, Kernel 2.4, Kernel 2.6 als Neuerung in FreeWRT 1.1. Dann kann ich hier, weil das Routerboard halt auch Compact Flash bietet, kann ich hier noch ein bisschen mehr auswählen. Ich kann per NFS booten oder was man eigentlich möchte, auf dem Compact Flash. Dann kann ich es einfach auf dem Compact Flash flashen, stecke den Compact Flash ins Routerboard und alles ist heile. So, klar, das haben wir das hier. Package Selection, da wollten wir hin. Und da gibt's, wo ist es? Programming. Da sind die ganzen Programmiersprachen, ja. Ja, ich glaube, reinkompilieren kannst du es. Von booten kannst du, glaube ich, nicht. Also du kannst dann wahrscheinlich darauf zugreifen während der Laufzeit. Ich habe sowas noch nicht gemacht, weil es einfach Bastelei ist. Und okay, wenn man sich für sich privat zu Hause mal baut, kann man das tun. Aber wenn du sagst, ein Kunde, der will 20 Stück davon haben, dann hast du irgendwann krumme Finger, wenn du da 20 Stück so mit den SD-Karten da reingelötet hast. Ja. Das habe ich viele Leute auch immer wieder gefragt. Das sagte mir mal jemand, also so ein Industrial Grade Compact Flash hatte eine Swap-Partition drauf gemacht. Und das hielt 2 Jahre. Muss man gucken. Also muss dann auch mit No-R-Time mounten, damit er nicht bei jedem Zugriff aufs Dateisystem wieder reinschreibt, wann der letzte Mal zugegriffen wurde auf die Datei. Ich habe auch verschiedene Server laufen, die keine Festplatte haben, sondern Compact Flash. Gibt es keine Probleme. Gibt es aber wahrscheinlich Qualitätsunterschiede. Also Problem bei einer Compact Flash ist, du musst halt verhindern, dass er jetzt dateisystembedingt immer wieder in einen Block reinschreibt. Da soll es Karten geben, die haben dann noch so einen Chip vorne dran, der das balanced über die ganze Karte, dass eben die ganzen Zellen gleichmäßig beschrieben werden. Dann hast du wohl eine relativ lange Lebensdauer. Wenn du das nicht hast, ist es wohl relativ schnell kaputt. Also so USB-Stick als Werbegeschenk, die haben wir schon innerhalb eines Tages kaputt gekriegt. Das war so, ja, das ist jetzt Programming, also da ist auch das Java VM und da ist auch irgendwie Zapl VM, Lua ist drin, Perl, so mein Favorit, PHP, gibt es in 2 verschiedenen Versionen, PHP 4 oder auch, wo ist PHP 5 hin? Ach ja, PHP Version, jetzt ist PHP 5. Ruby hat mal jemand portiert. Ist halt alles ein bisschen groß für so Embedded-Geschichten. Wenn man ein Routerboard hat und hat entsprechend viel Flash, kann man natürlich da drauf gehen und dann ist es auch egal. Was haben wir sonst noch? Krypto-Geschichten, okay. Networking, hier sind mit die meisten Applikationen drin. Ja. Ja. MySQL-Server gibt es auch dafür, ja. Wo sind wir denn? Applications. Phil, weißt du, wo das drin ist? Da, nee, hier, MySQL Server, da ist er.
Ja, das sind so die dicken Sachen. Aber okay, wenn die Hardware immer dicker wird, dann kannst du ja auch was leisten. Wenn du jetzt nur 8 Megabyte Flash hast, dann sagst du MySQL Server, ja, das steht dann rechts und links ein bisschen raus aus dem Flash. Passt natürlich nicht ganz. Ja, gibt es also so einiges dafür. Genau. Mail, hier sind so die kleinen Sachen, also auch Dovecot und so weiter haben wir dafür. Es halt, kommt halt immer darauf an, was du an Hardware hast. Und das wird halt, Ziel ist zu sagen, okay, wir wollen leistungsfähige Hardware haben für den professionellen Einsatz. Ist dann ein bisschen teurer. Oder wenn du dich beschränken willst, dann nimmst du halt so einen Netgear-Router und bist halt beschränkt. Aber das soll von der Software her soll alles möglich sein. Was haben wir noch? Die Libraries ist nicht so interessant. Ja, Multimedia, so hatten wir auf dem Camp auch dabei, so einen Netgear-Router mit USB-Audio und einem dicken USB-Stick und einem Ghetto-Blaster. Und dann konntest du halt per WLAN konntest du die Musik dir in eine Liste schreiben und sagen, was er abspielen soll. Serial Communication ist nicht so interessant. Telefonie, da sind wir wieder beim Lieblingsthema. Okay, Asterisk-Version 1.2.1.4. Dann gibt es hier MISDN noch oder Asterisk-Modules. Gibt es die ganzen Module dazu, da ist das MISDN noch mit drinne. Der ist erstmal nur für Leute, die mit SSH umgehen können. Es wird ein Webinterface geben. Wir wollten jetzt nicht in Haseal oder irgend so was Komisches stricken. Da ist TNT-Net. Sagt jemandem das was? TNT-Net? Ja, vom Hörensagen. Das ist wie PHP, nur in C++ und dann komplett kompiliert. Mag jetzt ein bisschen komisch vorkommen, aber gerade für so Embedded-Geschichten, wo du wenig Speicherplatz und wenig Performance hast, ist das gar nicht so schlecht. Also wir haben mal Performance-Tests gemacht mit dynamisch generierten HTML-Seiten in TNT-Net, kriegst so 200 Requests pro Sekunde kriegst du hin auf so einem klitzekleinen Ding. Das ist schon nicht schlecht. Ist jedem selber überlassen, kann auch sein Webinterface in PHP oder ich habe mir eins in Perl geschrieben. Kann man dann. Ja, genau. Aber die brauchen dafür irgendwie Quad-Core, Pentium, sonst was. Ja, was haben wir noch? Utilities, so was man braucht, aber nicht immer braucht. File-Systems, gibt's verschiedene. Also mein Favorit ist SHFS. Wer das noch nicht probiert hat, kann es mal probieren. Kann man über, wenn ein Server SSH-Zugang hat, was die meisten ja haben, kann man das Dateisystem des Servers zu sich hinein mounten. Über SHFS ist sehr klein und sehr performant. Und so gerade um ein bisschen was hin und her zu kopieren, ist das gut. Ja, TCP-Dumps auch mit drin, ja. FDisk, Low-Setup, na gut, und so weiter. Bluetooth ist auch mit drin. Das funktioniert noch nicht ganz. Weiß nicht, wie weit wir damit sind. Zu wenig Leute, die das testen, ein paar Bug-Reports reinreichen, aber so mit Bluetooth-USB-Dongles soll das in Zukunft auch tun. Einfach ein Hub dran, fertig. Das ist auch am Routerboard. Routerboard hat leider kein USB, deshalb auch wieder so, man sagen, eigene Hardware tut eigentlich Not, weil USB will man haben. Da haben wir auf dieser PCI Riser Card ganz normale USB-Karte drauf und dann hast du da auch USB und wenn dir die Ports nicht reichen, dann halt USB-Hub oder auch ein USB-Hub mit Power und dann kann man da auch was dranhängen, weil hier ist natürlich, das hat begrenzte Leistungsfähigkeit, da kann ich nicht Gott weiß, wie viel Strom hinten rausziehen. Aber so ein USB-Hub mit Stromversorgung und dann 2, 3 Festplatten, das ist kein Problem. Ja, hier gibt es dann auch die nötigen Kernel-Module, um die ganzen User-Space-Tools eben zu unterstützen. Runtime-Configuration, ja gut, da kann ich schon, wenn ich irgendwie größere Sachen deployen will, schon vorsehen, was soll an Passwort vergeben werden, wie soll sich das Ding melden und so weiter. Kann auch Packages URL, wenn das IPKG-Utility Pakete holt, kann ich dann sagen, nee, bitte nicht vom Standard FreeVRT-Repository, sondern irgendwas Eigenes. Ist auch so mit drin. Wenn ich es dann habe, sage ich okay, dann sage ich einfach make. Und dann dauert es eine Weile, bis das Image kompiliert ist. Der macht dann ein Image und macht nochmal in einem anderen Verzeichnis die ganzen Pakete. Und dann kann ich es auch installieren. Aber der muss halt erst die ganzen Utilities zum Cross-Kompilieren
bauen, also dass ich auf x86 MIPS-Code erzeugen kann. Das ist das Erste, was er macht. Und dann werden die einzelnen, also wird Kernel und Kernel-Module kompiliert und dann die einzelnen Pakete. Also das Notebook hier hat 600 MHz, einen Centrino-Prozessor. Und der braucht so 3 Stunden etwa, bis es dann mit wenigen Paketen durch ist. Braucht man halt ein bisschen Zeit dafür. Das ist eine gute Frage. Phil, kannst du was dazu sagen? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ja. Was jetzt in dem neuen Build-System Ziel ist, früher hattest du diverse Dateien, die da in dem Build-System verstreut waren, wenn du ein neues Paket einfügen wolltest, wo irgendwas gepatcht und umgebogen und sonst irgendwas wurde, dass man das zentralisiert auf eine Datei. Dass man sagt, okay, wenn ich da ein neues Paket hineintun will, habe ich eine Datei, die sagt, was da gemacht werden muss, damit es in FreeVRT sauber kompiliert. Ich verstehe dich leider nicht. Warum ich die Frage beantworten kann. Vielleicht kannst du die Frage beantworten, ja. Ich weiß nicht, weil ich euch nicht kenne. Ich weiß nur, dass ich 2003 gegründet habe, weil die Bildung nicht mehr ausgereicht hat. Ah, okay. Hui. Ja, und das ist natürlich auf der anderen Seite schön, weil ich meine, da haben mittlerweile 5000 Paketbeschreibungen, ja. 30.000 oder 40.000 Paketen auf ein Packages. Man kann übrigens auch, glaube ich, viel mehr Pakete damit lassen. Anyway. Ja, sollte. Ja. Und insofern, ja, die Learning Curve ist ein bisschen hart. Ja. Damals, als FreeVRT geforkt hat, hatte ich versucht, und? Ja, ja, mag sein. Ja, ist es. Ist es wohl. Ja, das sind sowieso 3 Stränge, weil OpenWRT hat sein Build-System jetzt auch nochmal komplett überarbeitet, damit es vereinfacht wird. Wir haben das gemacht. Ihr habt auch eins. Das sind so 3 Parallelstränge, die da irgendwie hochwachsen. Vielleicht schafft man das irgendwann nochmal. Also, das ist dann okay. Jetzt müssen wir noch hier ein bisschen warten und dann wird es auch irgendwann fertig werden. Wollen wir jetzt nicht machen. Aber nachher, ich kann es mal zeigen, vielleicht ist da noch irgendeine. Ja, so sieht es nachher aus, wenn es fertig ist. Da habe ich FreeVRT, das TGZ, das packe ich aus auf meine Compact Flash Karte. Und in Packages habe ich nochmal meine iPackage Pakete. Und die kann ich dann auch, ich kann die auch rüber kopieren und kann einfach sagen ipkg install.slash. Paketname und dann installiert er das auch, muss ich nicht über Netz installieren und werdet ihr dann auch ruckzuck wieder los. Das ist alles kein Problem. Gut, noch weitere Fragen? Ansonsten, da gibt es noch eine. Zwei Watt, das ist das günstigste von allen, ja. Es wird auch überhaupt gar nicht warm. Also der hier lag im Camp auch in der Sonne, dann ist er so 70 Grad heiß geworden und ist abgestürzt. Und da es teilweise sehr warm war, ist das relativ oft passiert. Und die CPU hier drin wird auch richtig knackerheiß. Während bei dem Mikrotik
Ich dachte dann, ja, 400 Megahertz, mal gucken, Finger drauf gefühlt, dann merkst du fast gar nichts. Und so 2 Watt ist schon sehr, sehr günstig. Tolles Teil. Ist oft das halt, da hängst du auch am Hersteller, wenn die sagen, sie machen kein USB drauf, dann machen sie halt keine USB. Ja. Ja, weil es kommt jetzt auch x86-Plattformen, die wenig verbrauchen. Wobei auf der anderen Seite kommen auch neue MIPS-basierte Plattformen, die wenig verbrauchen und deutlich schneller sind als die x86-Plattformen. Also es ist ein Routerboard angekündigt mit 4 Watt Leistungsaufnahme, das 2,5 mal so schnell ist wie das jetzige. Und damit bist du deutlich weiter als x86 in der jetzt bevorstehenden Generation. Das kommt halt. Also, wobei, wenn ich hier die Unsupported oder Experimental Targets auswähle in dem Trunk-System, sind auch x86-Plattformen wie zum Beispiel das Rapboard dabei. Weil wir halt auch da die Augen offen halten, mal gucken, mal hier testen, mal da testen, was geht, was geht nicht. Wir haben uns jetzt halt auf das Routerboard spezialisiert, war ein Hauptgrund, auch eine PCI Riser Card bauen zu können, damit man in so ein Embedded-System mal ganz normale PCI-Karten reinstecken kann und damit gerade diese limitierte Erweiterungsfähigkeit mal aufgebrochen wird und dann sagen kann, okay, ich hätte gerne aber die Lieblings-PCI-Karte XY. Gut, muss man gucken, dass man den Treiber noch da implementiert, aber die läuft dann auch. Gehäuse wird es demnächst dafür geben, auch so ein schönes schwarzes, wo man die Karten dann reinmachen kann. Dann hat man da was. Ja. Was kostet dann so ein Protect mit Riser-Card und USB? Ja gut, USB-Karte ist nicht teuer. Ungefährer Preis 400 Euro mit Gehäuse und allem drum und dran. Ja, das ist halt auch schon Geld. Das ist schon ein Abstand zu den anderen Routern. Aber wenn du anguckst, kriegst du 400 Megahertz. Ich habe vorhin an dem Stand geguckt. Die haben ja auch diese Geode-Geschichten da von na, wie heißen sie? Sökris. Da wirst du schon bei 550 Euro mit Gehäuse. Dann auch so. Muss man halt gucken, was man nehmen will. Ist für jedes irgendwas da, wo die Leute sagen, wir nehmen lieber das oder jenes. Aber da wird es halt auch ein bisschen eng. Deshalb wäre es schön, wenn man mal eigene Hardware hat, dann ist das im Preis auch noch reduziert. Weil wenn du die irgendwo einkaufst, verbaust die selber, musst die weiterverkaufen, ist schwierig. Gut, Zeit ist rum oder wir sind schon fast drüber. Schön, dass ihr alle da wart. Und dann gucken wir mal.